Ja, bei mir ist Jeff Sabene, Trainer von Arminia Bielefeld. Herr Sabene, nach 9 Jahren hat Arminia Bielefeld mal wieder ein richtiges Spitzenspiel als Zweitligist auf der Alm. Damals gegen den FC St. Pauli, diesmal gegen Fortuna Düsseldorf. Höchste Zeit, dass jetzt mal wieder soweit ist, oder? Ja, schön. Vor allem, ich habe es vorher gesagt, ist es nicht nach 2 oder 3 Spielen, sondern nach 10 Spielen. Und das beweist doch dann, dass wir schon über eine gewisse Zeit gute Leistung gebracht haben. Und jetzt haben wir uns das Spiel verdient. Wir freuen uns sehr. Der Stadion wird gut gefüllt sein. Top-Gegner aus Düsseldorf. Ja, perfekter Anlass. Damals gegen St. Pauli, da gab es einen 1:0-Sieg für die Arminia. Wie geht es diesmal aus? Ja, das wäre ein super Resultat. Ich denke, am Samstag treffen sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe, die beide in Form sind. Düsseldorf 9 Punkte aus den letzten 3 Spielen, wir 7 Punkte. So gesehen, ja, ein Spiel auf Augenhöhe von zwei guten Mannschaften. Das war es im Pokal ja auch schon. Trotzdem hat Arminia dann am Ende mit 1:3 verloren, ist ausgeschieden in der ersten Runde. Was macht Sie optimistisch, denn dass es diesmal zugunsten von Arminia ausgeht? Ja, das Spiel war lange ausgeglichen und nach 90 Minuten stand es ja 1-1 und wir hatten in dem Spiel zu viele individuelle Fehler. Wir haben dem Gegner die Tore geschenkt und das wollen wir unbedingt vermeiden jetzt. Wie sieht es jetzt personell aus nach der Länderspielpause? Sind alle, die zuletzt angeschlagen waren, soweit wieder fit oder gibt es Ausfälle? Alle fit, nur Nöte fällt halt noch aus bis nach der Winterpause, aber sonst sind wir wirklich komplett, alle sind da und ich habe eine große Auswahl. Der FC Bayern hat für Peter Hermann, den Co-Trainer von Fortuna Düsseldorf, 1,75 Millionen, so wird kolportiert, Ablöse bezahlt. Wenn jetzt so ein Angebot für Carsten Rumpf bei Arminia eingehen würde, ich nehme an, Sie würden Ihr Veto einlegen. 2,5 Millionen kann er gehen, aber sonst muss er hier bleiben. Nein, Spaß beiseite. Ich würde Rumpi nicht ziehen lassen, auch Sebastian Hille nicht, weil wir haben eine super Zusammenarbeit und ich würde das sehr schade finden. Dankeschön, viel Erfolg. Dankeschön.